Bescheide, stoppen Sie einfach mit Ihrer PC-Maus. Sie wollen fehlerhaft amtliche Bescheide korrigieren? Dann sollten Sie Anträge stellen. Nutzen Sie Ihre Rechte, die Sie als Bürgerin oder Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben, die Ihnen aber immer öfter von Beamten und Behörden selbstherrlich weggenommen werden, oftmals durch fehlerhafte Bescheide. Vergeuden Sie beim Antragstellen weder Zeit noch viel Gedankenenergie. Lassen Sie sich einfach von Ihrem Personalcomputer helfen, die Hauptarbeit zu machen. Und lassen Sie sich von ihm bei Ihrem Abwehrkampf gegen behördlicher Willkür äußerst durchschlagkräftige Munition liefern. Das hilft Ihnen nicht nur im Kampf gegen falsche amtliche Bescheide. Anträge stellen, das haben Sie gemacht, ohne Erfolg. Der falsche Bescheid besteht noch. Macht doch nichts, dann zünden Sie einfach die nächste Bombe. Schreiben Sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen hochnäsige oder bockige Beamte. Auch diesen Job hilft Ihnen der Antragsmanager mit wenigen Mausklicks. Und so eine Dienstaufsichtsbeschwerde verbreitet in den muffigen Dienststuben unserer Behörden Angst und Schrecken. Die Zeiten sind leider vorbei, als sich Beamte vor allen Dingen als Diener des Staates betrachtet haben. Eines Staates wohlgemerkt, der von uns Bürgern getragen wird. Nein, leider Gottes orientieren sich Mitarbeiter in den Behörden beim Abfassen ihrer Bescheide fast nur noch an den Erfordernissen des längst entarteten bürokratischen Systems an sich. Für den Menschen, also für Sie, interessieren sich Beamte meist nur noch einen feuchten Kehricht. Kein Wunder also, dass deren Entscheidung, die durch Bescheide dokumentiert werden, Lichtjahre weit an den Interessen von uns Bürgern vorbeigehen. Aber wenn Sie Anträge stellen, ist das eine wirkungsvolle Waffe, um sich gegen behördliche Willkür oder deren bewusst falschen Bescheid zu wehren. Und mit Hilfe meines Antragsmanagers wird es Ihnen besonders leicht fallen, solche Anträge stellen zu können und Ihr gutes Recht vor den Schranken des Beamtentums sich durchzusetzen. Denn solch ein Antrag muss von einem Beamten unbedingt mit einem Bescheid bedacht werden. Das ist absolut zwingend notwendig. Und um sich diese Mehrarbeit zu ersparen, gehen viele Beamte dann wohl oder übel gern auf ihr Anliegen als Bürger ein. Traurig, dass es so weit gekommen ist, aber erfreulich, dass Sie sich die Arbeit, einen Antrag konkret formulieren zu müssen, mit Hilfe meines Windows-Programms der Antragsmanager spielend einfach machen können. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de oder auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos, der direkte Link dahin. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.